Du möchtest deine Trading-Karriere jetzt starten, dann bist du hier genau richtig, denn in unserer neuen vierteiligen Webinarreihe, die immer sonntags für dich bereitsteht bei YouTube, werden wir auf spezielle Themen eingehen, die gerade für Trading-Beginner besonders wichtig sind. Heute im ersten Teil geht es darum, wie viel Startkapital braucht man eigentlich als Trader? Und diese Frage, die so einfach scheint, ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn es hängt schon an einigen Faktoren. Vor allen Dingen ist es wichtig, was möchtest du eigentlich bezwecken mit dem Handel? Möchtest du einfach nur ein bisschen spielen an den Märkten oder ist der Hintergrund, dass du damit wirklich Geld verdienen möchtest? Das ist die erste Frage, die du dir stellen solltest. Und darüber hinaus natürlich, in welchem Markt möchtest du aktiv sein? Möchtest du Devisenhändler werden? Möchtest du Indizes handeln, Rohstoffe oder wie ich, Aktien? Das ist deswegen wichtig, weil du danach natürlich deinen Broker aussuchen solltest. Und natürlich, wie groß ist überhaupt das Kapital, das dir zum einen zur Verfügung steht, aber welches du auch nutzen kannst, emotional eben auch nicht davon involviert zu sein. Denn es nützt halt gar nichts, wenn du zwar 5.000 Euro hast, aber wenn du vielleicht 200, 300 Euro davon verlierst, dass du dann sofort nervös wirst. Also das sind Dinge, darüber solltest du dir auf jeden Fall Gedanken machen. Und daran siehst du auch schon, dass dieses Video natürlich in erster Linie für die interessant ist, die starten. Weil das sind einfach Dinge, die am Anfang ganz, ganz wichtig sind. Je kleiner dein Konto ist, desto eher wirst du zum Beispiel auf CFDs zurückgreifen. CFDs sind Contract of Difference, da geht es darum, da kannst du mit einem kleinen Konto großes Geld bewegen. Das nutzen natürlich gerade am Anfang sehr viele Trader. Wichtig ist hier auf jeden Fall auch darauf zu achten, dass man in den größeren Zeiteinheiten startet, beispielsweise im Tag- oder Stundenhandel. Das hört sich vielleicht am Anfang nicht so sexy an, ist aber gerade am Anfang extrem wichtig, weil man hier dann besonders profitabel ist. Vor allen Dingen auf dieses Thema werde ich auch noch mal in einem der nächsten Videos eingehen. So, das heißt also, wenn du erst einmal einen Broker gefunden hast, der zu dir passt, der die Produkte anbietet, die du gerne handeln möchtest und da vielleicht nur zwei, drei Dinge, die du beachten solltest. Also der Broker sollte zum einen natürlich in der Lage sein, die Produkte, die du handeln möchtest, auch dann ermöglichen, dass du diese Dinge handeln kannst. Das nächste ist natürlich wichtig, dass die Software, mit der du arbeitest, auch ja nutzerfreundlich ist und dass der Support natürlich auch jederzeit erreichbar ist. Nicht nur bei der Kontoeröffnung, sondern auch, wenn du Probleme hast. Ich selber bin seit vielen Jahren bei Interactive Brokers. Ich habe auch Konten bei CapTrader, FXFlat, aber auch bei Consors und der Comdirect. Aber gerade für den Handel als Trader sind natürlich gerade die Broker wie CapTrader, Interactive oder auch FXFlat besonders geeignet. Ja, darüber hinaus, neben der Chart-Software ist es natürlich auch eine Frage, braucht man einen Newsfeed? Also möchtest du aktuelle Nachrichten haben? Und ja, das ist wichtig, kostenfrei kannst du das beispielsweise über so Seiten wie Finanzen oder Finanzen.net bekommen. Ganz wichtig, auch Finanznachrichten ist kostenfrei. Gerade bei kleinen Konten macht es allerdings wenig Sinn, hier ein kostenpflichtiges Abo zu machen, weil da ist man schnell bei 80, 90 oder 100 Euro. Das heißt, du siehst also schon, es gibt viele Dinge, die hier wichtig sind, auf die man auf jeden Fall am Anfang achten sollte. Also Brokerauswahl, ganz wichtiges Thema. Nimm dir hier gerne eine Stunde mehr Zeit für, damit du auch hier wirklich die richtigen Entscheidungen triffst. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele Dinge, die wichtig sind. Das heißt, nach der Kontoeröffnung möglichst vielleicht auch mit einem Demokonto anzufangen. Auch dazu werde ich noch ein eigenes Video machen. Es ist also hier wichtig, Step by Step vorzugehen. Wenn du kompakt noch viele Dinge wissen möchtest zum Thema Trading, vor allen Dingen mit kleinen Konten, empfehle ich dir auch unser Info-Webinar Kleines Konto, groß traden. Das findet statt am 11. März. Ich verlinke dir das Ganze hier auch nochmal im Video. Hier kannst du dich kostenfrei anmelden. Hier werden wir auch nochmal über all diese Dinge sprechen oder eben in der nächsten Woche bei Starte deine Trading-Karriere, Demo-Konto oder Demo-Trading versus reelles Traden. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen weiterhelfen können. Wenn du mehr Infos haben möchtest und immer rechtzeitig informiert werden möchtest, wie gesagt, nächsten Sonntag findest du den zweiten Teil auf meinem Kanal. Am besten du abonnierst ihn sofort, damit du diesen Termin nicht verpasst. Ich wünsche dir viel Erfolg, bleib erfolgreich und wir sehen uns in der kommenden Woche.